Ja, Leute, weiter geht es mit einem weiteren Teil von Outlast 2. War ja letztens schon spannend. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Bewertet die Folge wieder. Ist da eigentlich jemand? Ich sehe hier keinen. Wo ist da jemand? Da ist keiner. Da ist auch keiner. Ich glaube, ich gehe mal da so rein. Tick. Schön reinschleichen. Ach du Scheiße, was war das? Gehen wir mal da Stickel nach vorne. Da steht einer. Bleib ja da drüben. Komm schon, geh, geh. Hallo, geh schon. Ach komm schon, du musst nicht in meine Richtung gehen. Willst du mich verarschen? Ah, lass mich in Ruhe. Komm schon, lauf. Laufen. Oh, das ist die falsche Richtung hier. Oh, shit happens. Was ist das denn hier? Ich sehe hier gar nichts. Lass mich laufen. Komm schon. Verfolgt mich das? Ja. Nee, die verfolgen mich nicht. Aber ich kann da mal weiter. Oh, Gott sei Dank. Oh. Okay. Ach du Heilige. Some sort of hillbilly Vatican. How could all of this have been here and nobody knows about it? It's not possible. Was ist da hier? Was soll das sein? Wo geht's denn hier weiter? Geht's hier nirgendwo weiter? Doch, da muss es durchs Tor gehen. Aber hier geht's nicht durchs Tor. Ja, jetzt haben wir keine Batterie mehr. So, schauen wir mal. Ah, da geht's durch, okay. Relativ finster hier und das speichert. Ah, da müssen wir durch. Ich will mich hier um Batterien kümmern. Gibt es hier Batterien? Hier gibt es leider keine Batterien. Oh meine Güte. Was soll das sein?
Da kommt man nicht durch, das ist schade. Da geht's nirgendwo durch, oder wie? Sehe ich das? Das ist eine Kirche, da musst du durchkommen. Aber wir haben noch Batterie, das ist toll. Ah, hoppla, da ist auch eine Tür. Blockiert, schade. Da ist eine Tür. Hui, da ist ein Zettel. So. Kann man das lesen? Okay, ist hier ein Kapitel. So. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Es wäre sehr nett, wenn es hier Batterien gäbe. So. Aufsperren. Oh, ich hoffe, da ist nichts hinter der Tür Schreckliches. Aha, okay. Oh. Fast einen Herzinfarkt bekommen, dann geht's da runter. Oh mein Gott. Ich mach mir fast ins Hemd. Ich mach mir fast ins Hemd. Ein Besen? War da eine Hexe oder was? Ich glaube, hier war eine Hexe. Ach du Scheiße. Jede Ecke macht mir hier Sorgen. Hallo! Bist du ja eingesperrt, mein Freund? Kann man das öffnen für dich? Ah. Wer bist du? Du bist niemand. Okay. Lauter Zombies hier und ich mache mir hier fast ins Hemd und das sind Batterien. Sehr gut. Was ist da unten? Da du Papa, aha. Da du Papa Knuts Ohr hast, bitte ich dich, in eine schreckliche Geschichte zu erzählen, an der hoffentlich nichts Wahres dran ist. Der höchste seiner Diakone, Val, kam heute noch von der Vordersonne zu mir mit einem Angebot, das er nicht ganz erklärte. Val benahm sich wie jemand, der etwas Heimliches und Unzüchtiges anbietet. Okay. Das könnt ihr dann selber bei Pause durchlesen. Ich lese mir das nicht mehr durch. So. Und du bist wer? Niemand. So, da ist sonst irgendetwas Besonderes. Wäre cool, wenn es hier mal Waffen gäbe. So, wo komme ich da wieder raus? Da. Da ist ein Schlüssel. Find Lynn. Nothing matters but Lynn. Was tut der? Wie kann ich mit dem Gefängnisschlüssel hier befreien? Die Dinger wahrscheinlich nicht. Was heißt hier Shit? Alles klar. Wo geht's hier runter? Da geht's runter. Und da muss ich nach hinten. Da ist irgendjemand eingesperrt. Komme ich da irgendwo rauf auch? Komme ich da wo durch? Ah, ja. Ups!
Was war denn das? Bin ich da jetzt durch? Ah, ich bin einfach durchgekommen. Nachladen. Wäre auch nice. So. Okay. Schaut etwas schaurig aus. Das hat sich angehört wie ein Tiger. Oh Mann. Das sind wieder Batterien. Da sind wieder Batterien. Ist da was Besonderes? Da ist ein Kühlschrank. Da geht eine Stiege rauf und hier werden wir wahrscheinlich, nein, nicht durchkommen. So, dann gehen wir da rauf. Hopp, hopp, hopp. Hallo, ist hier jemand? Du kannst dich in einem Schrank verstecken. Alles klar. Das heißt, hinter dieser Tür wird was sein. Das müssen wir auch wieder lesen. Das sind so Rätsel. Oh mein Gott, schaut der nice aus. So. Da können wir wenigstens durchschauen. Da mache ich nicht auf. So. Hä? Was soll denn das werden? So. Jetzt habe ich mich ein bisschen orientiert. Dann schauen wir mal da nach hinten. Was ist denn da rausgefallen? Ist das mein Schatz? Kann ich da auch rausspringen? Oh Gott, Blake! Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Right there. Ah gut, dann laufe ich mit dir mit. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Sieht aus wie ein Zombie. Gut, dann weg von hier. Ah! Oh God! What is it? My stomach. Was hat sie denn? Something's wrong. Fuck. Oh oh. Da befürchte ich nichts Gutes. Musst du jetzt scheißen oder was? Nein, ich hoffe nicht. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Children, I have news grave but not. Please don't ask me. This evening, after all these years. They're coming. After all they're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day. Wo geht's denn jetzt hin? Ah, das brauche ich, glaube ich, nicht. He's insane. They're all fucking insane. Please, Blake, I just want to get out of here. I'm pregnant. Was ist denn? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Please. Okay. Soak the earth with their blood! Rip the devil from her belly and crush it beneath your boot heel.
Oh oh. Stay back! We'll be teamed up. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! No! Oh my God. Was passiert hier? Kann ich nicht wehren? No! Oh shit. You motherfuckers! Get off me! You leave her alone! Leave her alone! Nein! Oh oh. Ich aufstehen auch mal. Was? Was passiert denn hier? Das nehmen wir der Teufel. Was für eine Stimme. God doesn't love you. Not like I do. Lecker. Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again. Aua. So, jetzt sehe ich gar nichts. Darf ich auch mal aufstehen? Oh shit, Lynn! Oh Gott. Lynn! Gott. Was ist hier? Jesus! Jesus, God! Fuck were they? Called them heretics. They called Lynn mother. It is not just the cult. It's two sides. Christians and something else. Wo muss ich denn hier hin? Hier rüber? Sieht so aus. Hui. So, dann gehen wir da rein, falls ich rein kann. Schließen das ganze Teil ab. Oh mein Gott. Schon wieder diese Puppen. Das kann es ja nicht sein. Ist das ein Arztkoffer? Ah, ich schalte mal hier die Kamera aus. Wir sehen genug. Ja. Schrecklich. Sie haben Lynn, glaube ich, mitgenommen oder getötet. Ich bin mir da nicht sicher, ob sie jetzt lebt oder nicht. Aber, ja, wie es weitergeht, seht ihr beim nächsten Mal wieder. Ich sag danke fürs Zuschauen und ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Ciao, ciao, meine Lieben.